Also zunächst mal muss man sagen, man darf nicht den Fehler machen und jetzt aufgrund von dem Spiel die Analyse machen, sondern man muss schon den ganzen Herbst sehen. Und da sind wir alle selbstkritisch genug, dass wir sagen, wir stehen noch nicht da, wo wir wollen. Wir haben zu wenig Punkte und haben auch über den Herbst nicht gut genug gespielt, so wie unser Anspruch ist. Fakt ist, wir haben eigentlich drei Saisonziele. Das eine ist der Cup. Das haben wir geschafft. Wir sind im Viertelfinale, haben da das Spiel beim GHK vor der Brust. In der Meisterschaft hinken wir noch hinterher, wobei jetzt nach dem Spiel alles sehr, sehr eng ist. Wir sind 2 Punkte hinter Platz 3, wir haben 4 Punkte Puffer auf Platz 7, das ist okay. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben 2 Derbys gewonnen. Auch das kam immer wieder von den Fans, ist schon auch ein wichtiger Auftrag. So gesehen haben wir 2 Aufträge erfüllt und im dritten haben wir noch Luft nach oben. Und das wollen wir dann im Frühjahr besser machen. Aber nochmal, wir sind selbstkritisch genug zu wissen, dass nicht alles Gold war im Herbst. Die große Zufriedenheit kann nicht da sein, weil wir zu wenig Punkte auf dem Konto haben. Und zum Zweiten, weil wir natürlich nicht konstant gute Leistungen gebracht haben. Es waren gute Spiele dabei, wie heute oder wie beide Derbys eigentlich. Aber es waren einfach auch Spiele dabei, wie letzte Woche in Mattersburg, speziell die zweite Halbzeit oder auch gegen WAC hier zu Hause, die sehr schlecht waren. Und deshalb kann die Bilanz nicht positiv ausfallen, sondern fällt sicher eher negativ aus. Aber wir haben alles in der eigenen Hand und man hat heute gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist, auch wenn es am Anfang ein hart umkämpftes Spiel war. Aber es gibt wirklich noch viele Dinge, die wir besser machen müssen. Und ich bin froh, dass wir jetzt in die Pause gehen, dass wir dann eine Vorbereitungsphase haben, wo wir gesunde Spieler an Bord haben und mit denen dann arbeiten können und dann, sage ich mal, noch ein besseres Frühjahr spielen als der Herbst. Weil unser Ziel ist ja nicht nur das obere Playoff, sondern wir wollen in dem oberen Playoff ja auch was erreichen. Also wenn ich jetzt das heutige Spielvergleich mit vielen anderen Spielen, haben wir heute sehr viel weniger Eigenfehler gemacht. Es gab Spiele bei uns, wo wir Kontrolle hatten und dann sehr häufig Abspielfehler in der hintersten Linie, dadurch einen Gegner in Ballbesitz gebracht, dadurch immer wieder Druck auf unsere eigene Kette gebracht oder auf unsere Defensive. Das haben wir heute sehr viel besser gemacht. Umgekehrt haben wir es oft nicht geschafft, richtig vorne reinzukommen, auch das nötige Quäntchen Glück nicht erzwungen, um dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen, was heute auch wieder super gelungen ist. Also es gibt schon viele Ansatzpunkte, wobei das ist jetzt Job von uns in den nächsten Tagen, sowohl im Trainerteam als auch logischerweise mit den Verantwortlichen des Vereins, mit Ralf Muhr in erster Linie, der dann mein Ansprechpartner ist, zu analysieren und klar auch kritisch zu sagen, das war gut, das war schlecht und daran müssen wir arbeiten. Wir sind immer unter Strom, es ist immer dieser Druck da und von dem her tut es uns allen jetzt gut, egal ob in Wien oder irgendwo anders, mal durchzuschnaufen und runterzukommen.